Mamma mia, nur keine Panik. Ah, ein Unfall. Da gibt's nur eins. Ah, Erdbeermarmelade. Ich verlange ein Disziplinarverfahren. Ich meine, es kam doch nicht zum Zunkus, oder? Aber Herr Kollege. Nur keine Panik. Vergiss nur, dass wir seit ungefähr 30 Stunden geschieden sind. Ja, ich weiß. Aber schau, in meinem letzten Roman, Der Kalkleiche, da lebt auch ein geschiedenes Paar glücklich zusammen. Ich bin aber keine Kalkleiche. Tja, da kann man halt nichts machen. Ne? Ja, gegen die Conny kann man wirklich nichts machen. Die ist wie eine Lawine. Da möchte ich mal drunter kommen. Okay, wir sehen uns um 5, Frau Leitner. Oder darf ich Anneliese sagen? Anneliese, ich heiße doch Conny. Sehen Sie, das wollte ich wissen. Kombiniere, da bahnt sich was an. Die Situation ist ganz schön heiß. Uschi Glas frisch geschieden, die Tochter frisch verliebt und Thomas Gottschalk hat die Qual der Wahl. Du, und vergiss nicht, ich liebe dich. Das ist nett, du. Tschüss, Spitze. Willst du eigentlich den ganzen wunderschönen Tag verschlafen, Bert? Nein, aber was soll man denn sonst tun? Ich wüsste da schon einiges. Du bist ja beknackt. Mama ist für sowas doch schon viel zu alt. So ein Schmarrn. Man kann doch auch in dem Alter noch läufig werden. Was ist denn? Ich muss mal. Ich auch. Dass ihr immer nur bei mir aufs Klo müsst. Nie bei anderen Lehrern. Ihr Unterricht ist halt so flüssig. Na, Frau Kollegin, was ist denn? Wieder im Nahkampf mit den Kleinen gewesen? Also, dass die immer nur bei mir... Ich verstehe das. Also, ich kann das auch nicht verstehen. Bei mir trauen die sich nix. Freunde, was ist denn? Habt ihr wieder die arme Sauer geärgert? Bleib cool, Baby. Bert! Bert Hart! Bleib! Die Männer sind gefährlich. Nicht für mich, Süße. Mamma mia! Nur keine Panik! Minderwertigkeitskomplex hast du keine, oder? Ich bin der Minderwertigkeitskomplex, sonst hätte ich dich längst gefragt, ob du mal zu mir nach Hause zum Essen kommst. Kommst du? In dein Liebestempel? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Wetten das doch? Weiber sind ja so inkonsequent. Höchste Zeit, dass hier Ordnung gemacht wird. Sonst gehen wir noch alle vor die Hunde. Papa, du bist bitte. Endlich mal wieder ein Kinospaß, über den jeder lachen kann. Mit Uschi Glas, Thomas Gottschalk, Helmut Fischer, Ernie Singerl, Karl Obermeier und jeder Menge Jugend, die voll drauf ist. Mamma mia, nur keine Panik. Nur keine Panik.